Der 20. Spieltag, die Grizzlies aus Wolfsburg zu Gast beim Liga Primus, den Eisbären aus Berlin. Und das erste Heimspiel für Serge Aubin seit seiner Vertragsverlängerung. Und es ging eigentlich gut los für seine Mannschaft, die nach 16 Sekunden ein Überzahlspiel hatte. Kai Wismar mit der Riesenchance verzieht und das leitet den Angriff für Matt White ein. Der Ex-Berliner zieht rein und trifft zum 1:0. Nach 71 Sekunden der Shorthander für Matt White, der zweimal Meister mit den Berlinern wurde. Und es kam noch besser für die Gäste in der dritten Minute. Justin Faeser mit dem 2:0. Spencer Marcek hat es probiert. Der Puck springt zurück von der Bande und Faeser bezwingt Hildebrand am kurzen Eck. Und Wolfsburg weiter gnadenlos. Darren Archibald in der 15. Minute überwindet Hildebrand im kurzen Eck das 0:3. Und die Gäste vom Bulli weg mit dem nächsten Treffer. Chris Wilkie. 9 Sekunden nach dem 3:0 das 4:0. Schlecht verteidigt nach dem Bulli von den Berlinern. Und der Assist für Darren Archibald. Dann sitzt Luca Dumont auf der Strafbank. Berliner Überzahl. Und die Scheibe kommt zu Marcel Nöbels. Der gibt seiner Mannschaft Hoffnung in der 18. Minute. Der 1:4 Anschluss nach gutem Zuspiel von Zach Boychuk. Serge Aubin wechselte zum Drittel den Torhüter Nikita Kwapp. Ersetzt Jake Hildebrand. Aber die Gäste aus Wolfsburg weiterhin extrem effizient und schnörkellos aus dem eigenen Drittel heraus. Immer wieder lange Scheiben über die Bande. Fabio Pfohl bringt die Scheibe lang und das ist Julian Krobot und das ist das 5:1 für die Gäste. Schnell die Berliner Hoffnung zu Beginn des Mittelabschnitts begraben. Toller Treffer von Krobot. Und die Wolfsburger nach wie vor am Drücker und mit dem 6:1. Tolles Setplay. Spencer Mahacek, Wolfsburgs Kapitän, der Ex-Berliner, mit dem Powerplay-Tor nach Vorlage von Andy Mehl. Alles lief nach Plan für Mike Stewart vor dem Schlussabschnitt. Berlin braucht schnelle Tore und Berlin bekommt schnelle Tore. Tobi Eder mit dem 2:6. Gerade mal 1:38 gespielt im Schlussabschnitt. Eder am handlungsschnellsten. Und nur eine Minute später dieser Move von Maxi Heim. Toll gemacht und das 3:6. Plötzlich war die Halle da und Berlin wieder näher dran. Maximilian Heim mit dem Tunnel für Dustin Strahlmeier. Und zu diesem Zeitpunkt hat er gut lachen, der Serge Aubin, aber das verging ihm dann in der 47. Minute. Denn das ist Darren Archibald und der Treffer zum 7:3. Nöbels wirft sich rein, will klären und rutscht mit der Scheibe und Quapp über die Linie. Regulärer Treffer und erneut 4 Tore Vorsprung für die Gäste aus Wolfsburg. Aber trotz des Jubels und der Vorfreude, Berlin gibt sich nicht geschlagen. 55. Minute. Nächste Scheibe zum Tor und klasse abgefälscht von Cormier. Das 4:7 und wieder Hoffnung für die Berliner. Kurz danach, nämlich das 5:7. Maximilian Heim mit dem Doppelpack. In der 56. Minute Wolfsburg nur noch 2 Tore vor. Der Vorsprung schmilzt. Serge Aubin setzt alles auf eine Karte, nimmt Quapp raus und dann ist das 6:7 da. 100 Sekunden vor dem Ende. Freddy Tiffels und der Wahnsinn in Berlin nimmt seinen Lauf. Kann Berlin hier wirklich noch ausgleichen? Angriff ist ja bekanntlich die beste Verteidigung. Und das
zeigt Wolfsburg durch Andy Mealy das 8:6. 78 Sekunden vor dem Ende, der Nackenschlag für die tolle Berliner Moral und die Aufholjagd. Und am Ende zieht Ober nochmal Quapp und dann ist es Ryan Button mit dem Schlusspunkt. Mike Stewart und Maxi Heim mit der Analyse zum Spiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Unser Start war perfekt. Sogar ein Shorthander gleich am Anfang. Und dann wir sind im Gang gekommen und haben mit Tempo und Druck gespielt und Tore geschossen. Wenn man eine 6-1-Führung hat, das Spiel immer noch hergeben können. Und ich denke, wir hätten noch eine Chance gehabt. Wir haben das Spiel einfach hergegeben im ersten und zweiten Drittel am Anfang. Und ja, ist schade, sehr schade. Spektakel in Berlin. Die Eisbären behaupten weiterhin Platz 1. Wolfsburg klettert auf Rang 4. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.